Weiterhin Wirbel um den Straßenbahnfahrer Herrn F. aus Brandenburg, der am 16. Januar 2010 an einem Nazi-Aufmarsch in Magdeburg teilgenommen hat. Nachdem die Geschäftsführung der städtischen Verkehrsbetriebe von einer Hetzjagd auf Herrn F. gesprochen hatte, erreichte die SKB-Redaktion am späten Freitagabend eine E-Mail. In der E-Mail der Antifa heißt es wörtlich, F. selbst habe ein öffentlich einsehbares Bild vom Neonazi-Aufmarsch in Magdeburg auf seiner privaten Internetseite hochgeladen und sich eigenhändig darauf markiert. Bisher hatte Herr F. bei seiner Vernehmung durch die Verkehrsbetriebe immer davon gesprochen, dass er unbedarft und ohne sich mit dem Anliegen der Neonazis zu identifizieren mitgelaufen sei. Der Fraktionschef der Linken, Alfredo Förster, wertet diese Äußerung in einer Stellungnahme vom Montag gegenüber SKB als wenig glaubhaft. Enttäuscht zeigte sich Alfredo Förster von Werner Jumperz, dem Geschäftsführer der städtischen Verkehrsbetriebe. Gerade von ihm als Sozialdemokraten hätte ich eine andere Einschätzung erwartet. Förster weiter. Jumperz hätte sich ganz entschieden distanzieren müssen. Dies habe er leider nicht getan. Förster hätte sich mehr Fingerspitzengefühl vom Geschäftsführer der Verkehrsbetriebe gewünscht.